Der perfekte Sonnenaufgang, um panisch durchs Meer zu schippern. Willkommen zurück zu Dredge. Und ich sehe gerade, wie die ganzen Drax-Viecher sich hier wieder verziehen. Da fische ich doch glatt mal einen Red Snapper aus dem Meer. Und dann lege ich diesen texanischen Akzent mal wieder direkt ab. Denn ich hätte gerne die Kohle. El Colero, Moment, El Colero ist was anderes. Egal. So, dann ziehen wir hier nochmal den... den großen Preis von irgendwem. So, ich habe das Gefühl, ich muss die Quests von den Leuten erledigen, bevor ich dann hier die weiteren Gegenstände dann bekommen kann. Moment, wo ist der Leuchtturm? Da drüben. Und ich brauche nach wie vor einfach mehr Gegenstände und ich brauche einfach das weitere Schiff. Ich brauche einfach das bessere Schiff. Es geht einfach nicht anders. Boah, nicht schon wieder. Ich hasse die Viecher. Die klauen mir immer meinen ganzen hart erarbeiteten Scheiß hier. Boah. Vorgebaut. Ihr könnt es gerade nicht sehen. Ich zeige denen halt den Mittelfinger. Ja, danke schön. Ja, verzieht euch doch einfach. Ja, ja klar. Guck mal, alles weg. Alles einfach so. Ja, das gehört jetzt mir. Das gehört jetzt dem Konglomerat der Vögel. Das gehört jetzt der Vogelnation. Boah, ich hoffe, ich kriege einfach später so eine Außenbordkanone oder so. Oder so ein Flakgeschütz, damit ich die einfach vom Himmel pusten kann. Drecksäcke, Mann, ey. Ich raste aus. Wäre so geil, wenn die Vögel einfach größer wären. Und die könnten die auch so Materialien klauen. Nein! Achso, macht keinen Schaden. Oh, Gott sei Dank. Das wäre auch cool, dann klauen die einfach so den Metallschrott. Die Vogelnation erhebt folgende Steuern. Und dann klauen die das so. Kann ich das... Ja, kann ich. Ah, guck mal. Wenn das Gehirn einfach da ist. Gehirn ist da, Leute. Gehirn ist da. Wie Densen wahrscheinlich sagen würde. Ups. Nice. Ich will dem Spiel einfach all seine Geheimnisse entlocken. Es ist einfach unendlich cool. Aber ich dachte mir eigentlich, dass ich, naja, sobald ich den Admiralsrang habe, hier ein größeres Boot bekomme als diese Nussschale, die sie mir gegeben haben. Oh oh. Verzieh dich. Kein Bock auf dich. Bis die Batterie allererst vom Boot. Niemals mache ich diese Lampe aus. Niemals. Wo mir gerade eigentlich auffällt, warum habe ich hier eigentlich noch gar nicht den zweiten Platz von der Linse eingesetzt? Ach ja, weil ich dumm bin. So. Hier. Okay, das geht leider nicht. Ey. So. Einmal dem Fischmeck-Händler. Cool, dass ich da jetzt alles rausgenommen habe. War voll intelligent. Ey. Ey. Ja, ist ja gut. 41, das hat sich gar nicht mal so gelohnt, wie ich dachte. Kann ich lieber die geileren Fische aus dem Meer ziehen? Was ist denn das? Bah, ich hab das... Nein, ich hab die Fische nicht rechtzeitig verkauft. Und das waren diese Superaale. Die Superaale. Ihr wisst schon, die Superaale. Die Musik hat so ein bisschen was von... Ja, der ist ja gar nicht mal so viel wert. Was kann ich denn damit machen? Nehmen... Was muss ich denn damit tun? Zurückwerfen. Hä? Ja, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er sich das... Nein, ich hätte diese Aale verkaufen sollen. Oder diese... Keine Ahnung, diese anderen Viecher halt. Ich habe vergessen, was das genau war. Ich wollte mal eben
Achso, genau. Das habe ich schon. Lager. Und ich habe keinen Stoff. Das ist sehr uncool. Das ist doch das Letzte, was mich fast davon abhält, das nächste Boot zu kaufen. Wo kriege ich denn den Stoff her, Kollegen? Nein, es ist veredeltes Metall. Was rede ich denn hier von Stoff? Wie komme ich denn dahin? Schiffsbauerin. So, du kannst mir erstmal hier eine zweite Funzel geben. Dankeschön. Dann mache ich mal kurz einen Crab Run. Denn die meisten Fahrten sind eh für Müll. Einsammeln. Niedrig. Ja, nach wie vor Kohle kriegen. Ups. Ja, vorher war da aber noch kein Felsen, Kollegen. Da komme ich trotzdem dran. Eine Stunde verbleibend. So. Einmal drehen. Ja, und da geht wieder die Lampe aus. Da hat der Kerl doch schon die Lampen an. Fischhändler. 100. Okay, nicht die Ausbeute des Jahrhunderts, aber okay. In dem Spiel kriegen die Leute Motion Sickness. Okay. Oh, oh. Ich krieg nur nach und nach immer mehr Angst vor, vor irgendwelchen Felsen. Und Dingen, die auf dem Meer leben. Ah, ich finde das Meer echt super faszinierend. Also bin ich ja ehrlich. Zum Meeresbiologen hat es dann nicht gereicht. Also rein vom Interesse nicht. Ich habe mich ja dann umentschieden. Also nicht, ja, falscher Erklärungsansatz. Ich habe tatsächlich nie erwähnt, Biologie zu studieren. Ich mir dachte, das ist dann einfach nicht für mich. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie großartig... Ups. Ist doch einfach, ne, eigentlich aber dafür ein sehr, sehr cooler Job. Mir fehlt das Objekt. Ach, ich hab die... okay, verstehe. Vielleicht nochmal hier zu dem anderen Dude, der mich hier um meine Sachen erleichtert. Hier nochmal Kohle her. Händler. Ein treuer Kunde, bitte nehmen dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Ich bin sicher, du wirst es nützlich finden. Ich rede immer so motiviert. Er zieht ein Buch aus seinem... Ah! Hahaha. Ha, ha. Bücher nehme ich doch immer gerne. So. Wo war ich gerade? Ja, so Meeresbiologie definitiv halt eigentlich ein cooles Fach, aber man kann ja... Na, man muss sich ja im Leben für Dinge entscheiden. Manchmal. Und da denkt man sich so, okay, du kannst eben nur eine Sache machen und tja. Aber Respekt für die, die das halt tun. So, danke für das Buch. Mein Lager. Dann guck ich mal, was das für ein Buch ist. Der entspannte Geist. Cool. Können wir auch gut, wenn die einem zeigen würden, was man dadurch bekommt. Wo kriege ich denn... Nee, komm. Einmal hier aufs Wesentliche konzentrieren. Ich brauche dieses Material. Ich will das nächste Boot haben. Row, row, row your boat. Roll dein Brot. Sanft den Strom herunter. So, ich schau mal hier bei der Kollegin vorbei. Yo. Auf diese Felsen können sie bauen. Architektin. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Das habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm es doch bitte. Please. Grundwissen für Ingenieure. Cool. Der Einband ist staubig, sonst ist es in gutem Zustand. Wenn du je... Achso, das hat sie gar nicht gesagt. Egal. Wenn du hier andocken oder etwas lagern willst, dann komm zu mir. Nachrichten. Oh, die habe ich ja noch gar nicht... Oh mein Gott. So. Grundwissen für Ingenieure. Tja, keine Ahnung. Wahrscheinlich müsst ihr das lesen, damit ich die Sachen umwandeln kann. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn.
14. September 1927. Es geht aber irgendwie zurück, habe ich das Gefühl. So, ich weiß nicht, wer das... Ich weiß immer nicht, wer das vorliest, ne? Das sieht man ja nicht. Ich habe seit ein paar Tagen nichts mehr geschrieben. Mich gehört ein seltsames Frösteln, das mir den Verstand vernebelt. Egal, was ich tue, mir will einfach nicht warm werden. Tinte ist hier an einigen Stellen zerlaufen, die Zeilen sind unleserlich. Das meiste, was sie herausgefischt haben, war Müll, aber schließlich förderten sie eine große, sagehrliche Truhe zutage. Angesichts des faszinierenden Fundes war die Mannschaft wie gebannt. An die Momente, die darauf folgten, kann ich mich mit quälender Klarheit erinnern. Er konnte das Ding mühelos aufheben. Das Holz knirschte, als es zerbarst. Über das Deck quoll purpurfarbener Stoff. Der Lärm der brechenden Wellen erfüllte meinen Kopf. Ich kann sie jetzt noch hören. Ich starrte in die offene Truhe. Dann wandte er sich mir zu. In seinen Augen sah ich gähnende Leere. Die Seite ist an dieser Stelle abgerissen. Das wird diese Truhe sein, die sie halt aus dem Meer gefischt haben, die das ganze Unheil und den Nebel hier darauf beschworen hat. Cool. Wir sind jetzt verlobt. Er ist mit mir in die Mitte des Sternbeckens gesegelt, um von dort aus die Lichter zu betrachten. Wir haben stundenlang geredet, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Und wir warteten und hofften. Nach Mitternacht. Wir waren schon ganz aufgekratzt und fast hysterisch vor Müdigkeit. Erschien die Aurora dann am Himmel. Als ich ihn anblickte, um seine Reaktion zu sehen, kniete er schon vor mir. Ich weiß nicht einmal mehr, was er dann genau gesagt hat, aber ich weiß, ich habe ja gesagt. Jetzt kommt so eine Rückblende, wo sie sagt, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Der Ring ist wunderschön und rundum mit Edelstein besetzt. Ich kann die Augen nicht davon abwenden. Okay. PS. Ich war mir nicht sicher, unter welchem Datum ich diesen Eintrag ablegen soll, gestern oder heute. Schließlich ist es zwischen den Tagen passiert. Aber die Sache ist sicher bedeutsam genug, um noch mehrere Einträge darüber zu verfassen. So, das war nämlich auch die, die uns schon mal geschrieben hat. Quasi hier, die Julie, genau. Alles klärchen, Bärchen. Ich fahre dann mal wieder weg. Denn ich brauche immer noch dieses Metall. Ich weiß auch nicht, wo ich das herkriege, aber das finde ich raus. Was war das? Ich glaube, das sollte das Gewitter gewesen sein. Schaue ich mir nochmal hier die Inseln an. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal Material. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwo sinnvoll verkaufen kann. Ich glaube nicht. Oh, die geben immer Kohle hier. Die geben immer super viel Kohle. Ich brauche definitiv mehr Platz. Ja, cool. Voll der Versager. So. Mann, ich kann das nicht lagern. Okay, doch kann ich. Ich finde das immer so faszinierend, wenn man dann so den Moment der Erkenntnis hat, im Sinne von, nee, du bist einfach nur doof. Aufgewühltes Wasser, hier gibt's Aale. Alibaba. Und die 40 Fischgerichte. Ich habe einen Teller gefunden. Ich habe eine Silberplatte gefunden. Das ist natürlich jetzt echt uncool. Metallschrott, ja, das brauche ich aber für... Ach, keine Ahnung. Ja, komm, dann werfe ich das einfach mal zurück. Blub. Ich brauche dieses Metallstück. Jo, da drüben ist Atlantis. Cool. Erstmal wieder Atlantis ausbuddeln. Ich müsste eigentlich nochmal Assassin's Creed Odyssey durchspielen. Odyssey war tatsächlich eins von den Spielen, die ich halt echt wieder richtig cool fand. Man ist natürlich, also ja, in den letzten Assassin's Creeds ist man ja eigentlich, keine Ahnung, du fängst immer so als Bauer an, so gefühlt. So als absoluter Niemand und entwickelst dich dann zu so einem, ja weiß nicht, ne, dann eben zu so einem... Du arbeitest dich ja dann quasi zu so einem Gott hoch. Das ist einfach völlig absurd, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das halt witzig genug, als dass man das irgendwie, zur Seite
legen könnte. Gefällt auch nicht allen, aber ey, ganz ehrlich, wenn man sich an das erste Assassin's Creed zurückerinnert, das war halt auch so abstrus am Ende. Wo sich der Endgegner da einfach... Spoiler! So, wenn ihr, ne, wenn ihr Assassin's Creed 1 noch spielen wollt, dann jetzt bitte abschalten. So, spoilerfrei. Der letzte Endgegner driftet sich ja so ein bisschen aus der Realität und doppelt sich einfach mal so. Ja, und ich meine, also ich glaube, man braucht hier gar nicht erst anfangen bei Assassin's Creed und Logik oder so. Aber dennoch fand ich das immer relativ interessant, wenn man da... Ich glaube, das ist nicht mein Kumpel, oder? Es bewegt sich allerdings nicht. Es ist ein anderes Boot. Du hältst neben einem ankernden Boot. An Bord gibt es Lebenszeichen, doch niemand taucht auf, um dich zu begrüßen. Jo! Beinahe unblicklich öffnet sich die Tür. Einen schmalen Spalt breit. Ein paar verzweifelte Augen starrt dich an. Wer da? Ein Monster. Niemand. Ein Fischer. Was willst du? Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Sehe ich etwa aus, als würde es mir gut gehen? Nein, es geht mir keineswegs gut. Ich soll dieses Paket nach Kleinmarkt bringen, aber ich werde verfolgt. Ein riesiges Seeungeheuer laut in diesen tiefen Gewässern. Ich habe es selbst gesehen. Es trieb unter mir im Wasser das riesige Maul direkt unter meinem Boot. Cool. Es hätte mein Boot verschlungen, hätte ich mich nicht ins Flachwasser gerettet. In der Nähe des verfluchten... Mein Gott, in der Nähe dieser verfluchten Inselkette bringen mich keine 10 Pferde mehr. Hier sind noch... Hast du schon mal schwimmende Pferde gesehen? Ja. Ich könnte das machen. Das würdest du tun? Nun, das würde wohl gehen. Es ist aber so groß, dass du den Hai oder die Silberpalette vom Dings... Aha! Boah, ein größeres Boot. Großes Paket. Ma, kann ich das nicht einfach ins Lager schmeißen? Boah, das ist doch einfach nur Scheiße. Ich will den Hai nicht wieder weg. Der gibt Geld. Nee, ey, komm. Das mach ich später. Ey, jetzt hab ich gerade... Plötzlich nimmt der Türspalt zu. Ja, genau. Mach ich später. Genau, ich kann den ja auch... Da steht ja auch, du kannst ja da zurückkehren. Das geht mir gerade so auf den Keks, dass ich nicht das größere Boot habe. Aber ich weiß nicht, wo ich dieses Material herkriegen soll. Also irgendwo wird das ja rumschimmeln. Erstmal Kaffee nachballern. Tja, wo gibt's denn Eisen her? Also, ja, hier, ihr wisst schon, Dingens. Dingens! Au. Ach. Heimtückische Felsen. Drift. Oh ja. Driften lernen mit Admiral. Übernehme ich nicht, bla bla. Okay, so viel. Ja, das kann ich dann hier in der Truhe packen. 841. Ja, die Kohle habe ich, aber ich habe das Material nicht und ich weiß nicht, woher ich das. Mann. Es kann natürlich auch sein, dass ich wirklich einfach nur das eine... Was kann ich für dich tun? Ach so, ich hätte wahrscheinlich den auch fragen können, oder? Hehehe. Schiffswracks. Leider sind in den letzten Jahren hier sehr viele Schiffe gesunken. Der Leuchtturm ist eine Hilfe, aber selbst er kann den dichten Nebel manchmal nicht durchdringen. Wir tun unser Bestes, um alle gesunkenen Schiffe in der Gegend zu bergen und zu heben. Damit wollen wir euch Fischern die Arbeit erleichtern. Aber außer mir ist doch hier keiner, oder doch? Auf der Rückseite allerdings, da kommt man nicht so leicht hin. Da liegen noch einige Wracks, vor allem an den Stellen, in denen das Wasser sehr tief ist. Den Bereich solltest du meiden. Also, was kann ich für dich tun? Weißt du was über seltsame Vorfälle? Mehr als üblich? Nun, ich habe gehört, dass es mit meinen Kollegen in Kleinmark ein böses Ende genommen hat. Man sagt, er sei ganz plötzlich verrückt geworden. Mir nichts, dir nichts. Am Strand entlang gerast und habe die Habseligkeiten fremder Leute in hohem Bogen ins Meer geworfen.
Das ging ein paar Tage so, dann ist er verschwunden. Heute erzählen wir die Geschichte vom alten Bürgermeister, den Kindern, um ihnen Angst einzujagen. Wahrscheinlich war er das, der dann einfach nur seinen Job gewechselt hat. Nicht viele erinnern sich an ihn, ich auch nicht. Hä, woher kennt ihr dann die Geschichte? Und die sich daran erinnern, wollen nicht darüber sprechen. Eine höchst unerquickliche Geschichte. Also, was kann ich für dich tun? Aber sicher. Gibt es einen Ort, der dich besonders... Okay, Schwarzwaldinsel, ja bitteschön. Ich weiß nicht sehr viel. Fällt technisch gesehen in die Zuständigkeit von Kleinmark. Ich glaube, die Insel wurde vor etwa 20 Jahren an einen Privatmann verkauft. Es muss eine spezielle Übereinkunft gegeben haben. So ein Verkauf ist sehr, sehr ungewöhnlich. Da hängt ein Haufen Bürokratie dran, verstehst du? Ich habe den Besitzer nie getroffen. Scheint nicht hier zu leben. Die Insel macht einen verlassenen Eindruck. Kann ich widerlegen. Ja. Genau, alles klar. Tschüss. Ich glaube, die haben ja schon mehr als... Achso, im Lager ist nichts. Okay. Ich brauche dieses Material. Wo kriegt man das her? Wo gibt's das her? Was willst du? Was weißt du über den Altbürgermeister von Kleinmark? Das ist... Ich versuche nicht an ihn zu denken. Das ist schmerzvoll für uns alle. In manchen Nächten glaube ich, das Geräusch seiner Motoren in der Bucht zu hören. Doch ich weiß, dass er tot ist und ich will nicht mehr darüber sprechen. Ich habe gesprochen. Ja. Ach, hier gibt's Ugnords. Trocknock. Schiffsbauerin. Ich bin überfordert. Da 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 da. Tja, wo kriegt man das her? Veredeltes Metall. Also um das zu veredeln, würde ich sagen, dass man das auch umwandeln muss. Ich schau mal eben in meine Notizen. Fang eine Tigermakrele. Bin ja dabei. Sammle alle Proben. Forschungsassistent, das ist das. Mehr habe ich noch nicht. Okay. Na gut. Dann hole ich mal das Paket von dem Dudinsky ab. Ups. Scheiß drauf, ob es Nacht ist, ey. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Yo, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Wird jetzt eigentlich die ganze Zeit mehr her, oder? Ja. Wo geht's denn da nochmal hin? Ich glaube, ich bin hier lang gefahren. Nee, das war da drüben, ne? Das war doch hier, oder? Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Orientierung, es tut mir leid. Ich habe auch echt eine legendär schlechte... Der entspannte Geist, sehr gut. Ha. Lesen kann ich, aber orientieren kann ich nicht. Was ist das denn? Der entspannte Geist, Widerstandskraft gegen Panik, Gesundheit. Grundwissen für Ingenieure, yo. Ich habe unter bekannten Freunden und Familienkreis einfach einen legendären, schlechten Orientierungssinn. Das ist fürchterlich. Das ist hier zwar nicht vom Level Zorro, aber das ist schon... Ne, also der Dude von One Piece. Aber das ist schon grenzwertig, da bin ich ehrlich. Deswegen habe ich das einfach ultra gelobt, dass damals das Navi erfunden wurde. Oder das Navi eben ne, so durchgesetzt wurde, wie wir es jetzt kennen. Der Kurier schiebt ein zerflattertes braunes Päckchen durch die Türöffnung. Es fühlt sich durchweicht in deinen Händen an. An einer Stelle tropft dunkle Flüssigkeit heraus. Mm. Danke, Fremde. Das Paket ist für den Dockarbeiter in Kleinmark bestimmt. Ich bin nicht sicher, was da drin ist, aber manchmal glaube ich, ein leises Flüstern zu hören, das herausdringt. Und für Lebendtransporte bin ich nicht zuständig. Dafür fehlt mir schlicht die Ausrüstung, also sei vorsichtig mit dem Ding, was auch immer das sein mag. Hier, warum nimmst du nicht das auch? Transzendenz für Körper und Geist. Okay. Ein weiteres Objekt wird durch die Türöffnung gereicht. Diesmal ist es ein Buch, das mit einem dumpfen Geräusch auf Deck landet. Du hebst es auf. Ich mache mich auf den Weg, sobald die Küste sicher ist. Gute Reise. Tschüss. Na gut. Drift. Kaputtes Monokel. Ich habe eine Frage.
Habt ihr eigentlich jemals einen echten Menschen mit einem Monokel vor euch gesehen? Also der das tatsächlich trägt? Ich weiß nicht, ob die überhaupt, also ich glaube nicht, dass die, ne, also dass die noch in sind, glaube ich eher weniger. Aber es gibt ja mit Sicherheit den einen oder anderen Exzentriker, der das halt immer noch trägt. Es gibt Leute mit Taschenuhren tatsächlich. Wobei Taschenuhren tatsächlich auch Stil haben. In meinen Augen. Ja, so ein bisschen so back to the roots, obwohl ich auch gerne ja immer mal so eine Armbanduhr am Arm habe. Irgendwie fühlt sich das sonst ein bisschen leer an. So, erstmal hier alles aus dem Meer fischen. So, ciao. Und ich weiß immer noch nicht, wo man das veredelte Metall herbekommt. Aber ich find's raus. Ich find's raus. Wahrscheinlich werdet ihr das auch schon in die Kommentare geschrieben haben. Na, also ich wiederhole mich da immer und immer wieder. Mir geht's nicht um Abonnenten. Mir geht's nicht darum, dass der Kanal super stark berühmt wird oder sonst irgendwas. Es ist mir scheißegal. Es geht eher rein ums Hobby. Na, deswegen kommentieren wäre cool. Also wenn man da halt ja, so ein bisschen ins Gespräch kommt und wenn man dann eben auch mehr durch das Spiel erfährt. Na, aber das ist jetzt nicht so der Drang, ja, ihr müsst jetzt kommentieren, damit der Kanal irgendwo anders mehr auftaucht oder so. Das ist halt nicht witzig, dass ich auftauchen sage bei dem Spiel hier, ne? Aber darum geht's halt nicht. So, Fisch entleeren. Das ist okay. So. Ja, aber unter manchen Videos sieht das dann doch relativ leer aus, also unter den meisten tatsächlich. Bei Dawnkeeper sieht das anders aus, das finde ich immer noch richtig, richtig cool. Wenn man dann so, na, so ins, ja, eben dann übers Spiel reden kann. Das ist natürlich auch super viel wert. Jo. Das sollte man besser nicht in die Nähe seiner Augen bringen. Mignon. Und den Teller. $60. Ja, ist okay. Es ist okay. Wem soll ich das bringen? Dockarbeiter? Ich habe hier ein Päckchen für dich. Eine Lieferung. Oh, das ist ja ein großes Paket. Lass mich mal sehen. Er nimmt das große Paket und betastet es vorsichtig. Er hält es an sein Ohr und lauscht eine Weile. Er wirkt zufrieden. Ah, vielen Dank, mein Freund. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest... Ich muss kurz wohin. Und wünsche mir Glück. Was? Dreht sich um und eilt das Dock herunter, ohne noch etwas zu sagen. Oder dich zu bezahlen. Was noch viel schlimmer ist. Und er wird nie wieder gesehen. Der hat jetzt Spaß mit seinem Paket. Meiner Vater. Ach, der tut mir leid. Ich weiß nicht, sowas drückt dann doch immer so ein bisschen meine Stimmung, weil ich mir dann so denke, so... Wenn man jünger ist, dann denkt man sich immer so, ach, ne, dann... Man ist immer noch so in so einem leichten Invincible-Modus, dass du so denkst, so, ne, einem selbst kann nichts passieren und allen anderen auch nicht. Und wenn dann auf einmal die Leute anfangen... wenn dann hier und da dann doch einer mal verstirbt, dann fängt man so langsam an, anders darüber zu denken. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hinfahren soll. So. Sturmklippen, Teufelsgrat. Teufel doch eins. So, wir fahren einfach mal zu Teufelsgrat. Scheiß doch drauf. Ich könnte auch da unten diese Leuchtdinger da holen, aber ich gucke mir das erstmal an. Kann nämlich auch sein, dass ich das noch gar nicht alles sehen kann. So, ein bisschen Kofefe. Samstag, Tag 20. Logbuch des Captains, 20. Tag. Samstag. Zu allem Übel ist uns heute der Kaffee ausgegangen. Gott, das wäre eine Horrorvorstellung. Das wäre der eigentliche Horror in dem Spiel.
kann man denn hier noch alles freischalten? Holy shit. Was haben wir denn hier? Oh oh. Boah, ich hoffe, wir müssen echt am Ende so gegen Cthulhu kämpfen. Das wäre so geil. Oh, was ist denn das hier? Hier kann ich anlegen. Sehr schön. Provisorisches Deck. Auf der Insel befindet sich ein kleines Gebäude. In der Nähe befindet sich ein verlassenes Lager. Was möchtest du tun? Erstmal das Lager. Am Lager selbst ist wenig Bemerkenswertes, doch du fragst dich, wer auf die Idee kommt, auf einer solchen Insel sein Lager aufzuschlagen. Katsching, verbliche Notiz. In einem nahen Besuch, da steht zwar Busch, entdeckst du einen fetzten Papier. Darauf hat jemand etwas notiert. Du steckst den Zettel in die Tasche und findest den Konami-Code. Was möchtest du tun? Was willst du tun, ne? Das alte steinerne Gebäude wurde rund um eine Statue erbaut. Die Statue reckt ihre Arme gen Himmel in Richtung des Leuchtturms von Teufelsgrat. Ob es eine Geste der Angst oder der Verehrung ist, kannst du nicht erkennen. Was möchtest du tun? Gehen. Vorschehen kann ich auch nicht. Also kann ich schon, aber macht gerade keinen Sinn in meinen Augen. Vulkanisch Flachwasser. Vor allem, weil die nämlich alle... Ich brauch das bessere Boot. Ey, ohne Witz. Was bringt mir diese ganzen... Okay, ich höre Geräusche. Das ist völlig normal. Die MS unsinkbar, ey. Ja, nice. Was ist das denn? Wir haben die heißen Quellen entdeckt. Was ist da? Cool. Das MS-Urlaubsparadies. Das Barati. Ahoi, ein neues Gesicht. Ein Fischer nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Schlechte Synchro, ich weiß, sorry. Ich bin Reisende und Händlerin. Alles in einem. Solltest du deinen Fisch verkaufen wollen, nehme ich ihn dir gerne ab und verkaufe ihn in der nächsten Stadt. Das ist cool, denn dann kann ich das hier auch machen. Ich handle zudem mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstung. Du kannst dir meine Sachen gern durchsehen. Vielleicht ist hier etwas für dich dabei. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Geil, die hat hier einfach mal alles. Verkohlter Ponton. Was ist ein Ponton? Oder Ponton? Ist das eine Entwicklung von Anton? Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Please. Was ist das für ein Ort? Bist du immer draußen auf dem Wasser? Siehst du auf See manchmal seltsame Dinge? Brauchst du vielleicht Hilfe? Unterstützung? Sehr gerne. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meinen Reisen finden, aber es gibt da ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Würdest du deine Informationen mit mir teilen? Jo. Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, Pelikanal, Riesentigersammler und Quastenflosser. Dazu noch diese 30 anderen Gerichte, die du hier nehmen solltest. Riesentigersammler. Nee. Da steht Riesentiger-Salmler. Gott, was ein Wort. Ich weiß schon ein wenig über diese Arten, also kann ich dir vielleicht die Richtung weisen. Was willst du wissen? Schmissen. Etwas über den Riemenfisch. Da der gemeine Riemenfisch einen langen und empfindlichen Körper hat, nehme ich an, dass er in tiefem, aber ruhigem Wasser lebt. Vielleicht ja in der Nähe der Sturmklippen? Hab ich den nicht schon mal gefunden? Was ist mit den anderen Fischen? Pelikanale. Aale. Ich weiß, dass Pelikanale in den tiefsten Tiefen des Ozeans leben. Um sie zu fangen, benötigst du eine ganz spezielle Ausrüstung. Was ist mit den anderen Fischen? Mein Gott, ohne mir die Zunge zu brechen, Riesentiger-Salmler. Diese Fische sind ganz besonders, ganz schön unheimlich. Sie gehen in trüben, schlammigen Gewässern, zwinker, zwinker, auf die Jagd und verbergen sich im Schatten der Bäume. Hä? Erzähl mir etwas über den Quastenflosser.
Nicht zu verwechseln mit dem Quasselflosser, das bin ich nämlich. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wo man Quastenflosser finden könnte, aber die haben doch irgendwie etwas Urzeitliches an sich, findest du nicht auch? Was ist mit den anderen Fischen? Ich habe alle nötigen Informationen. Oh Gott! Was ist das für ein Ort? Hier muss einmal eine alte Zivilisation gesiedelt haben, aber in Anbetracht des Zustandes der Gebäude ist es wohl nicht gut für sie gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man all das rund um einen aktiven Vulkan gebaut hätte. Also ist der wohl erst nach dem Bau der Stadt zum ersten Mal ausgebrochen. Pompeii, bist du's? Während des Vulkans sind sie dann geflüchtet oder wurden getötet. Wie dem auch sei, sie sind fort. Alles in allem ist das ein sehr feindseliger Ort. Ich verstehe nicht wirklich, was mich hierhin zieht. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen willst? Bist du immer draußen auf dem Wasser? Ich nehme mich auch. Ja, immer. Ich mag es unterwegs zu sein. Das Reisen ist mir sogar wichtiger als das Handeln. Ich bin also eher sowas wie eine handelnde Reisende. Ich komme viel... Reisende Händlerin, oder? Andersrum. Ja, mein Fehler. Ja, passt. Ich komme viel herum, was sehr schön ist. Und ich treffe eine Menge Menschen, aber nur manchmal schön ist. Naja, geht mir genauso. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen willst? Siehst du auf See manchmal seltsame Dinge? Ich nehme mich auch. Seltsame Dinge? Jede Menge. Aber ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken, sonst wird man irre, weißt du? Ha! Aber hey, wenn man etwas seltsames sieht, dann sieht man es vielleicht nicht richtig an. Denn dann wäre es vielleicht überhaupt nicht mehr seltsam. Okay, das ist jetzt deep. Oder vielleicht doch. Und noch dazu noch unglaublich gefährlich. Besser kein Risiko eingehen. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen willst? Moment. Ich entferne mal eben das Schnitzel von der Backe und dann werft. Jo, die kann auch alles, oder? Viele der Ausrüstungsgegenstände sind sehr schwer. Ich lade also nicht immer alles ab. Aber du kannst gern an Bord kommen und dir alles ansehen, was ich im Angebot habe. Sogar ein Grün markiert. Positiv. Okay, cool.